Hallo liebe Meppener. Heute sind wir wieder hier auf unserem YouTube-Kanal Meppen mag dich mit dem Thema Natur. Frau Over vom NABU ist bei mir. Hallo Frau Over. Hallo. Heute erkunden wir die Haase. Was haben Sie denn da uns mitgebracht? Ja, ich bin an der Haase entlang dieses Hünenweges und Radweges gelaufen und habe mal geschaut, wie weit die Natur schon ist, was alles blüht, welche Bäume austreiben und habe mir die große Weide da angeguckt. Und so viel will ich noch gar nicht verraten. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Bilder an. Ja. Ja, und in diesen Tagen sind ja die Obstbäume aufgeblüht. Ich finde, die strahlen ganz wunderbar. Also die leuchten so richtig aus der Landschaft heraus. Und es gibt auch Wildkirschen. Also an dem Hasetalradweg kann man viele Wildkirschen sehen, die natürlich jetzt auch Nahrung für die Bienen haben. Und die haben zum Glück auch den Frost nicht mehr abgekriegt und sind jetzt besonders schön. Überhaupt schlagen ja die Bäume aus. Mein Vater sagte immer, der Frühling ist gefährlich, der Salat schießt, die Bäume schlagen aus. Hier die Rostkastanie, die hat ja auch schon das Rost im Namen. Aber sie heißt so, weil bei den Abbruchnarben der Blätter kleine Hufeisen zu sehen sind. Hier auf dem Bild kann man es sehen. Also die sehen aus wie kleine Hufeisen und deshalb heißt sie Rostkastanie. Ja, hier sehen wir mal eine große Weide am Haseufer. Aus der Weidenrinde wurde festgestellt, dass sich in der Weidenrinde ein Wirkstoff gegen Fieber und Kopfschmerzen befindet. Das hat man früher einfach dann benutzt als Rinde und aufgekocht. Und um 1900 hat man das extrahiert und chemisch nachgebaut, die Salicylsäure. Salix ist die Weide und das ist das erste chemische Medikament überhaupt gewesen, das Aspirin. Das hat man also einem Stoff aus der Weidenrinde nachgebaut. Man sieht auch viele Biberrutschen am Haseufer. Seit ungefähr 30 Jahren sind da ja Biber unterwegs und vermehren sich und es geht ihnen gut. Und da haben sie diese Einstiegstellen in die Haase. Und manchmal sieht man in den angrenzenden Wäldern auch Bäume, die sie gefällt haben. Hier hat der Biber großes Pech gehabt. Der Baum ist nämlich nicht ganz umgefallen. Er wurde von den nebenstehenden Bäumen festgehalten. Der Biber wollte ja eigentlich die jungen Knospen fressen, aber das hat nicht geklappt. Der Baum ist hängen geblieben in den anderen Bäumen. Hier mal einen Blick in den Eichenwald, an dem der Radweg entlang führt. Die Eichen sind oben noch sehr kahl. Die brauchen auch noch ein bisschen, um auszutreiben. Ansonsten ein sehr naturnaher Wald. Und wir gehen haseaufwärts in Richtung Bokelo. Kommen an einer wunderschönen großen Huteweide vorbei. Da sind wieder diese freistehenden Eichen. Ich versuche immer mal wieder so einen großen Baum als Foto oder Film ins Bild zu setzen. Ich weiß gar nicht, ob das so gelingt. Es ist schwer, diese Größe, diese ausladenden Äste und die dicken Stämme wirklich erfahrbar zu machen. Oben ist dann auch Totholz noch in der Krone und die Äste winden sich hin und her. Und wenn man vor so einem Baum steht, das flößt einem immer Ehrfurcht ein, finde ich, was die schon alles gesehen haben. Ja, die Schlehen blühen auch noch am Haseufer. Und am Wegrand allerhand kleine Magerrasenpflänzchen, hier das Ackerhornkraut. Davon gibt es auch Gartenzüchtungen. Und das ist der Bauernsenf, den einige vielleicht aus dem anderen Spaziergang kennen, der hat inzwischen Schoten. Und dies ist sicherlich eine der schönsten Stellen, diese Nadelöhrkurve der Haase, wo man auf einen kleinen Strand blickt und der Fluss mal nicht begradigt worden ist. Die jüngeren Buchen treiben jetzt langsam aus und bekommen solche frischgrünen Buchenblättchen, ganz weich noch, die kann man essen. Ein bisschen nussartigen Geschmack, die kann man also im Salat essen. Oder auch dem Likör beigeben, der kriegt eine frischgrüne Farbe. Und der Blick fällt auf die große Weide von Wegenborg. Die schauen wir jetzt nochmal von nahem an. Da sind nämlich Kälbchen drauf. Im Hintergrund hört man einen Kleiber schimpfen, dass ich da herumlaufe. Und eine Meise hört man auch. Das war der Kleiber. Ja, die Rinder genießen die Frühlingssonne und das ist wirklich eine artgerechte Haltung.
Wir gehen jetzt ein Stück auf dem Philosophenweg. Der ist von Eichen gesäumt und hat so ein bisschen Allee-Charakter. Ich bin den schon oft gegangen, gehe den sehr gerne und der hat mich mal zu einem Gedicht inspiriert. Auf dem Philosophenweg. Lasst uns durch Alleen gehen, unter hohen Säulen weilen, uns an warme Rinden binden oder raue Borken stalken. Lasst uns in den Kronen wohnen und uns mit den Zweigen neigen. Wenn die Blätter leis erzittern, twittern wir, was Bäume träumen. Vielleicht träumen die Bäume ja vom Rapsfeld, das ist da jetzt aufgeblüht und lockt viele Bienen an. Und am Ende des Rundgangs kommen wir zu diesem schönen Hasealtarm. Ich nenne ihn immer den Spiegelsee. Oft ist das Wasser da ganz still, sodass die Bäume sich so genau im Wasser spiegeln, dass man das Bild eigentlich umdrehen könnte sogar. Man wüsste gar nicht, wo oben und unten ist. Das finde ich immer wieder faszinierend. Heute ist die Wasserfläche nicht ganz so ruhig, aber trotzdem ein wunderbarer Ort. Und damit sind wir schon am Ende unseres Spaziergangs. Perfekt. Vielen Dank für die tollen Eindrücke. Auch vielen Dank an alle Mappner, die hier einschalten und sich die Eindrücke holen, um Spaziergänge zu genießen. In dieser sorgenreichen Zeit ist das ja eine schöne oder ein schöner Ausgleich. Nehmen Sie die Eindrücke mit nach draußen, machen Sie einen Spaziergang und genießen Sie den Frühling. Bis dann. Tschüss.